Herzlich willkommen bei Vedic Stars. Ich begrüße euch zu einem neuen Video und zwar geht es heute um eure Fragen. Vor ein paar Wochen habe ich euch gebeten, stellt mir eure Fragen, die ihr habt, rund um die vedische Astrologie, egal ob es um euer Horoskop geht oder ob es allgemeine und Verständnisfragen sind. Und heute gibt es die Antworten und ich bin sehr glücklich, ich muss es nicht alleine machen. Bei mir ist der Marcello. Hallo Marcello. Hallo liebe Christine, hallo liebe Zuhörer, ich freue mich auf dieses Gespräch. Wer ihn noch nicht kennt, Marcello ist auch vedischer Astrologe und er macht ab und zu ein paar Videos mit mir hier auf meinem Kanal. Marcello hat früher westliche Astrologie gemacht. Heute ist er vedischer Astrologe und ich bin sehr dankbar dafür, dass das so ist, Marcello, denn unsere erste Frage, die geht gleich ins Thema rein. Westliche Astrologie versus vedische Astrologie. Ich lese die Frage mal vor. Könnt ihr bitte den genauen Unterschied zwischen der westlichen und der vedischen Astrologie erklären? Ja, also beides ist Astrologie, das können wir schon mal festhalten, ne? So. Beides Astrologie. Genau, das heißt, es geht bei beiden Systemen darum, entweder den Charakter zu beschreiben oder die Zukunft anhand von Planetenstellung, anhand von einem Horoskop. Der Ursprung von beiden Systemen ist aber unterschiedlich. Die vedische Astrologie hat ihren Ursprung in den heiligen vedischen Schriften, den Veden, also genauer gesagt in den Vedangas. Das sind die Hilfstexte, damit man die Veden besser versteht. Und man kann so sagen, die ist so roundabout 5000 Jahre alt, so circa. Da datiert man das. Und die westliche Astrologie, das erklärt jetzt Marcello, woher die kommt. Ja, da gibt es zwei verschiedene Ansätze zu. Einmal, das ist so die neuere, modernere Schule oder Auffassung, der ich mittlerweile auch eher folge, dass die indische Astrologie irgendwann ihren Weg genommen hat von Indien über den Orient Richtung Westen und dann modifiziert wurde bei den Römern und spätestens bei den Römern, vorher aber noch bei den Sumerern und bei den Griechen. Und die andere Auffassung besagt, das waren einfach viele Generationen von Sternenbeobachtern, die Statistiken geführt haben. Und die im Sinne einer Erfahrungswissenschaft dann definiert haben, wenn das so und so am Himmel stattfindet, dann erlebt der Mensch auf der Erde das so und so. Das ist, ich kann der Auffassung nicht mehr ganz folgen. Ich fand die mal sehr attraktiv, weil sie mir so diesen Glaubens- oder religiösen Brückensprung besser gestattet hat. Aber mittlerweile, stelle ich mir vor, wie viele tausende Generationen von Astrologen das bedürft hätte, um das so verfeinert darzustellen, wie die Inder das hinkriegen, und dann halte ich das nicht mehr für möglich. Fest steht aber, der Ursprung ist so griechisch-ägyptisch, ne, von der westlichen Astrologie. Das heißt, wir haben auch einen anderen Kulturhintergrund von diesen beiden Systemen. Und wenn natürlich etwas aus einer anderen Kultur erwächst, dann interpretiert man die Dinge wahrscheinlich auch anders. Und da kommen wir dann zu den Unterschieden, die man heute auch noch sehr merkt zwischen der vedischen und der westlichen Astrologie. Marcello und ich möchten euch jetzt mehr über die konkreten Unterschiede erzählen und wir fangen an mit dem offensichtlichsten, der Berechnung der Planetenstände. Ihr habt schon gemerkt, bestimmt in der vedischen Astrologie stehen die Planeten in anderen Zeichen als in der westlichen Astrologie. Und das hat was mit der Erdbewegung in der Galaxie zu tun. Marcello, du hast eine schöne Weltkugel und kannst das gut erklären. Ja, mein treuer Begleiter und Lichtspender. Es ist so, dass die Erde eben sich nicht so um ihre eigene Achse gleichmäßig dreht, sondern in diesem Erdmittelpunkt, in dieser Achse eine Rotation vollzieht, die über die Jahrtausende dann doch eine Veränderung der Beobachtungspunkte am Firmament ergeben muss, als sie vor 4 oder 5 oder 7.000 Jahren im alten Indien mal gemacht wurde. Und das ist, betrachten wir als siderisch am Fixsternhimmel orientiert, nämlich viel weiter hinter dem Zodiak orientiert, als nur an der Bahn orientiert, auf der alle Planeten laufen. Das heißt, die Erde bewegt sich in der Galaxie, die bleibt nicht an einem festen Punkt stehen, sondern alle 72 Jahre wandert die einen Grad Richtung Osten. Und wenn man das über die Jahrtausende aufsummiert, könnt ihr euch vorstellen, dass die jetzt am ganz anderen Punkt in der Galaxie steht als früher. Und das hat zur Folge, dass wenn wir jetzt in den Himmel gucken, wir andere Sternenbilder am Himmel sehen als damals, weil sich unsere Position geändert hat in der Galaxie.
Also früher hat man halt den Widder da gesehen und heute sieht man da die Fische, ne? Weil wir einfach Richtung Osten gewandert sind. Und man kann grob sagen, dass in der vedischen Astrologie die Planeten ein Zeichen vor dem in der westlichen stehen. Ist nicht immer so. Es sind rund 23 Grad Unterschied, also ein bisschen weniger als ein Zeichen, aber so grob merken kann man sich ein Zeichen vor dem in der westlichen Astrologie. Oder anders formuliert, bei etwa 2/3 aller Leute verschiebt sich dann das entsprechende Zeichen ein Zeichen zurück. Das ist ungefähr, die verbleibenden 10 Grad wären das letzte Drittel eines Tierkreiszeichens. Genau, und es gibt schon auch vedische Astrologen, die mit dem westlichen Tierkreis arbeiten. Die gibt es auch. Die sagen, das passt für mich besser. Marcello und ich, wir arbeiten mit dem siderischen, also mit dem typisch vedischen Tierkreis, mit der Verschiebung, weil es, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich macht es einfach Sinn, wenn ich davon ausgehe, dass die Planeten energetisch auf uns wirken. Dann muss ich auch die reale Position der Planeten nehmen. Und nicht irgendeine Fantasieposition, die vor tausenden Jahren mal existiert hat. Und das ist für mich der Grund, warum ich sage, ich arbeite mit dem siderischen Tierkreis. Ganz genau. Wobei es auch einen Haufen indischer Astrologen gibt, die sagen, man kann mit diesem tropischen Tierkreis, den wir hier im Westen verwenden, weil das ein auf den Jahreszeiten basierter Tierkreis ist, auch sehr gut für Wetterprognosen arbeiten. Das gibt es also auch. Okay. Ja, also gibt ganz Unterschiede. Ich sage auch nicht, meins ist der Weisheit letzter Schluss, sondern ich kann halt nur sagen, wie ich es mache. Ich kann sagen, warum. Und da motiviere ich auch jeden, selber seine Erfahrungen zu machen. Ne? Absolut, absolut. Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum nächsten Unterschied, die Rolle von Sonne und Mond. Also in der westlichen Astrologie, was mich immer so wundert, wird immer die Sonne so betont. Und in der vedischen Astrologie ist der Mond am wichtigsten. Der Mond ist unsere Psyche, unsere Wahrnehmung. Und aufgrund unserer Wahrnehmung denken wir und handeln wir. Und deshalb hat der Mond so eine unheimliche Bedeutung auch in der vedischen Astrologie. Zudem ist die Stellung des Mondes im Geburtshoroskop dafür verantwortlich, wie die Dasha-Phasen berechnet werden. Also diese Phasen, wo bestimmte Planeten besonders wichtig werden. Ne, habt ihr in meinen Videos bestimmt schon mal gehört, dass ich sage, der war im Sonne-Venus-Dasha und da waren dann eben die Planeten Sonne und Venus besonders wichtig. Und diese Zeitabfolge, wann welche Planeten wichtig werden, die wird ausgehend von der Platzierung des Mondes im Geburtshoroskop berechnet. So, und die Sonne in der westlichen Astrologie, Marcello, warum ist die da so wichtig? Die Sonne ist deswegen wichtig. In der indischen Astrologie beschreibt die Sonne ja nur begrenzte Themen, die, wenn ich die entsprechenden Fragen stelle, dort ihre Antworten liefere. In der westlichen Astrologie scheint es so zu sein, dass das Ich-Gefühl oder die Ich-Identität oder das, was wir so gerne als Ego bezeichnen, dann doch über die Jahrtausende immer größere Bedeutung bekommen hat, immer wichtiger wurde. Es gab dann auch eine historische Ablösung von der Betätigung von Astrologen nur für die Herrscherklasse und für den Regent und den Kaiser und den König, für eine alltagsgebräuchlichere Verwendung von Astrologie. Und dann wurde die Sonne nicht mehr nur mit dem König gleichgesetzt, sondern mit jedem einzelnen Individuum. Und zusätzlich hatten wir dann auch in der römischen, spätrömischen Zeit eine Abkehr vom Pantheismus, den ja noch die Römer gepflegt haben, hin zum Monotheismus. Und da galt ja auch ein Herrscher, ein Zentrum, eine Sonne, wie wir hier oben sehen, um die sich alles kreist. Also war plötzlich die Sonne zum allerwichtigsten Horoskopfaktor emporgehoben. Ja, und in der vedischen Astrologie ist das eben nicht so, sondern wie du schon gesagt hast, da hat die Sonne halt bestimmte Bedeutung für die Karriere, für den Vater zum Beispiel, auch das Ego durchaus, aber es bestimmt nicht sie bestimmt nicht unbedingt nur unser Sein und unser Handeln. Das wäre zu viel Bedeutung in der vedischen Astrologie. Ganz genau. So Genau. ist es. Also die Aussagekraft einer Sonne ist sehr begrenzt. In der indischen Astrologie nicht so hoch bemessen wie der Mond, so wie du richtig sagtest. Und ich finde es mittlerweile auch nach vielen Jahren indisch-astrologischer Betätigung auch passender tatsächlich. Ja, für mich passt es auch mehr. Also wenn ich mein Horoskop angucke, ich bin mehr Mond vom Charakter als Sonne. Definitiv. Ja. Ja. Dann ein nächster. Ja.
Der indische Astrologe, wenn du Firmenleute auf der Straße triffst und die fragen dich nach deinem Zeichen in Indien, dann nennst du auch nicht die Sonne, sondern du nennst deinen Mond. Und je genauer du das nennst, wenn dir dann noch der Aszendent rausrutscht, dann brauchst du dich überhaupt nicht wundern, wenn der dir drei Viertel deiner Lebensgeschichte in dem Moment erzählen kann, weil die können sehr, sehr gut rechnen und die haben dann eine sehr gute Vorstellung. Aha, wenn dieser Mensch in Vishakha Nakshatra geboren ist, dann ist er jetzt ungefähr so und so alt, dann hat er bis dahin jetzt die und die Dasha-Auslösungen gehabt und dann muss das für diesen Lagna so und so gelaufen sein. Und das ist dann sehr, sehr frappierend, überraschend und das würde man aufgrund des Sonnenstandes niemals hinbekommen. Ja, also ich habe mich auch immer gewundert, die Sonne bleibt ja einen Monat in einem Zeichen ungefähr. Und ich stelle mir dann immer die Frage, wie kann ich denn den Charakter einer Person beschreiben, wenn die Sonne so lange in einem Zeichen bleibt? Das müsste ja bedeuten, alle Menschen, die innerhalb dieser 4 Wochen geboren werden, haben so ungefähr die gleichen Charaktereigenschaften. Und der Mond, der ist alle 2,5 Tage im anderen Zeichen. Ja. Und dann haben wir eben das, was die Populärastrologie so verwunderlich macht, dass alles über einen sehr groben Kamm geschoren wird und nicht stimmen kann. Ja, genau. Wobei man dazu sagen muss, jetzt, wir wollen die westliche Astrologie nicht dissen. Auch ein westlicher Astrologe würde niemals den Charakter nur anhand der Sonne beschreiben, ne? Also ein professioneller, Astrologe, der guckt auch schon ins gesamte Horoskop. Ja, absolut. Ich spreche von der verallgemeinernden Populär, Genau. Ich die wollte es nur mich nochmal ja auch deutlich immer sehr machen. gestört hat. Okay. Dann kommen wir zu den Analyseinstrumenten der verschiedenen Astrologiearten, die ist nämlich auch unterschiedlich. Also ich habe so frei fröhlich im Vorgespräch Marcello gesagt, wir haben ja viel mehr Techniken. Wir haben die Dashas, wir haben die Nakshatras, wir haben die Yogas, wir haben die Unterhoroskope. Und da musste der Marcello mich gleich korrigieren, dass das in der westlichen Astrologie eigentlich auch vorhanden ist, nur nicht so oft praktiziert wird. Ich würde sagen, wir fangen mal mit einem Unterschied an, der definitiv besteht. Und zwar ignoriert die vedische Astrologie Neptun, Uranus und Pluto, die äußeren Planeten. Die spielen in der klassisch-vedischen Astrologie keine Rolle, weil die später erst entdeckt worden sind. Ich glaube, das ging 17, 1800 irgendwann los. Und man hat die nicht in die Lehre mit aufgenommen. Jetzt habe ich ja, wie manche vielleicht wissen, in Amerika bei der Joni Petrie gelernt, die früher auch westliche Astrologie gemacht hat. Und die hat immer gesagt, nee, ihrer Erfahrung nach sind die äußeren Planeten total wichtig, allerdings weniger für das Geburtshoroskop, sondern vor allen Dingen für Weltereignisse. Und da habe ich schon gelernt, die äußeren Planeten mit zu berücksichtigen. Oder wenn sie ganz nah am Planeten im Geburtshoroskop dran stehen, dann auch. Dann haben sie auch einen Einfluss. Und ansonsten ignoriere ich sie halt. Und in der westlichen Astrologie spielen die, glaube ich, schon eine stärkere Rolle, ne? Die äußeren Ja, Planeten. sie spielen eine große Rolle, weil sie ganze Generationen durch ihre langsamen Läufereigenschaften eben maßgeblich beeinflussen und damit große Umwälzungen anzeigen und große Entwicklungszyklen. Okay. So, dann haben wir die Dasha-Zeitabild. Ich habe das eben schon erwähnt, dass wir in der vedischen Astrologie die Möglichkeit haben, für die ganze Lebensspanne zu berechnen, in welchen Jahren werden welche Planeten besonders wichtig. Und diese Tabelle nennt man Dasha. Dasha-Zeitabelle, Dasha-Timeline, gibt es unterschiedliche Beschreibungen für. Und ich dachte immer, das wäre wirklich exklusiv für die vedische Astrologie. Aber du hast gesagt, Marcello, sowas Ähnliches gibt es auch in der westlichen Astrologie. Das gibt es auch in der westlichen Astrologie, dieses Konzept von Dasha-Zyklen. Allerdings, und das ist kein Vorwurf oder kein Qualitätsmangel der westlichen Astrologie, zumindest will ich das nicht so verstanden wissen, aber es wurde eben mit der Einführung des Christentums, wurde Astrologie zur Ketzerei erklärt. Man war ja dann plötzlich in der Lage, möglicherweise einen Lebenslauf dann doch ganz stimmig und passend vorherzusagen. Und deswegen wurde natürlich auch bei uns sehr vieles an Wissen vernichtet und uns vorenthalten. Und diese Instrumentarien gab es schon auch. Wie soll es auch anders sein, wenn die Astrologie ihre Reise aus Indien angetreten hat, dann sind alle, letzten Endes alle Instrumente bevorzugt mitgeliefert worden. Das war ja gerade das Attraktive. Aber sie sind eben verschüttet gegangen und erst die letzten 200 Jahre circa wieder entdeckt, wieder nachübersetzt und wieder neu auf gegriffen und reinkorporiert worden in die westliche Astrologie. Das heißt, das ist für die jetzt eher noch ein jüngeres Instrument,
aber trotzdem scheint es das auch gegeben zu haben. Okay, und vielleicht werden die westlichen Astrologen da demnächst auch wieder mehr mitarbeiten. Das weiß man halt nicht, ne? Klingt sehr, Genau. sehr attraktiv zur Arbeit, ja. Auf jeden Fall. Dann haben wir die sogenannten Unterhoroskope. Die spielen bei uns vedischen Astrologen eine unheimlich wichtige Rolle. Das sind Horoskope, die ich auf Basis des Geburtshoroskopes erstelle. Und die spiegeln dann einzelne Lebensbereiche nochmal genauer wider. Ich kann Unterhoroskope für die Karriere machen, für die Eltern machen, für die Liebe machen. Und damit gleiche ich halt Erkenntnisse aus dem Geburtshoroskop ab und vertiefe die noch ein bisschen und lese da genauere Informationen raus. Gibt es sowas auch in der westlichen Astrologie? Das gibt es und das heißt dort Harmonics. Die arbeiten also mit ähnlichen Konzepten, dass sie die Häuser wie so unter einer Lupe großziehen und in auf einer Berechnungsbasis in ein neues Horoskop packen und sich dort dann besseren Aufschluss verschaffen in diesen Unterhoroskopen. Aber auch das ist eher eine jüngere Disziplin. Die ist nicht so sattelfest und nicht so traditionsbewusst inkorporiert wie in der indischen Astrologie. Okay, dann haben wir noch die Yogas. Das ist eine Auflistung von Planetenkonstellationen, kann man sagen, wenn Planeten sich auf eine besondere Art und Weise aspektieren, wenn die in besonderen Häusern in einer Abfolge stehen oder zusammen in einem Haus, dann misst man dieser Konstellation eine eigene Bedeutung zu. Das kann den Charakter betreffen, also Charaktereigenschaften beschreiben, was weiß ich, ungeduldig, großzügig, intelligent. Solche Dinge. Das kann aber auch für die Prognose genutzt werden, wann zum Beispiel finanzieller Gewinn möglich ist. Ne? Also es gibt unterschiedliche Yogas. Die sucht ein vedischer Astrologe, wenn er ein Geburtshoroskop macht und sagt dann auch, wann die ausgelöst werden, wann diese Eigenschaft oder dieses Ereignis, was da angekündigt wird, zutage tritt. Gibt es so etwas auch in der westlichen Astrologie? Ja, nur wird das dort anders bezeichnet, nämlich mit diesen Winkelaspekten bezeichnet. Da habe ich zum Beispiel den Abstand 1, nee, 5, 9, so wie wir den als Yoga verwenden, wenn wir sagen, zwei Planeten stehen zueinander 5 oder beziehungsweise vom anderen Planeten ausgezählt 9 Häuser entfernt, dann sprechen wir in der westlichen Astrologie eben von einem Trigon, von einem Trigonalaspekt. Das sind 120 Grad im Raum. Und was die Westler eben. Die sind mehr weg von dieser zweidimensionalen Betrachtung, wie wir das anhand eines Charts machen, sondern die denken räumlicher, geometrischer und stellen sich dann so einen Winkel vor. Und der Energiefluss in einem Trigon, in so einem günstigen Verhältnis, findet ja auch immer im gleichen Element statt. Der gilt als besonders leichtläufig und günstig. Und die Eigenschaften, die damit verknüpft sind, oder die Themen, besonders leicht und förderlich erschließbar. Aber im Prinzip ist es das Gleiche, nur dass die Yogas eben anhand dieser vielen tausend Slokas vorab schon mal definiert wurden und gesagt haben, wenn die Planeten so und so zueinander stehen, dann wird das und das passieren. Aber solche Dinge wie wenn Übeltäter vor dem Mond stehen oder Wohltäter den Mond umgeben und so, das sind ja dann schon noch besondere Dinge von der vedischen Astrologie. Das heißt, wir haben schon mehr Interpretationsmöglichkeiten bei den Yogas. 2.500 Yogas soll es geben, die man identifizieren kann. Einige Dutzend werden wir auf Anhieb als professionelle Astrologen auch direkt erkennen und uns notieren und im Hinterkopf behalten. Das wird niemals möglich sein, sich alle 2.500 zu merken. Aber ich habe das in dieser Spezifizierung bei Westlern weder gelernt noch je gehört. Also haben wir da einen größeren Fundus an Denke schon, ne? Denke schon. Interpretationsmöglichkeiten. Und dann haben wir die Nakshatras, die Mondhäuser. Bei uns in der vedischen Astrologie ist ganz wichtig, auf welchem Gradabschnitt steht der Planet, weil einzelne Gradabschnitte verschiedene Bedeutungen haben in der vedischen Astrologie. Und diese Bedeutung muss man dann kombinieren mit der Energie des Planeten. Also wenn jetzt mein Karriereplanet in Chitra steht, das ist am Ende der Jungfrau, das ist ein Nakshatra oder ein Mondhaus, was für Kreativität zum Beispiel bekannt ist, und da steht der Herrscher meines Karrierehauses drin, dann würde ich daraus schließen, dass diese Person wahrscheinlich auf der Arbeit irgendwie kreativ auch tätig ist. Und das nennt man eben Nakshatras, also diese Gradabschnitte. Gibt es das auch in der westlichen Astrologie? Nicht in der mathematischen Einteilung, wie die Inder das verwenden, dass sie sagen, 13 Grad 20 gehört jeweils einem neuen Nakshatra mit jeweils einer neuen zugehörigen Qualität.
einem Guna, einer Gottheit und so weiter und so fort. Aber die traditionellen Astrologen haben schon auch mit den Fixsternen gearbeitet. Und die finden wir in ihrer arabischen oder griechischen oder lateinischen Bezeichnung tatsächlich auch in den Nakshatras, die wir in der indischen Astrologie verwenden. Also auch da sehen wir doch eine deutliche Überlappung der Techniken. Auch wenn die Westler da eher sehr gradgenau auf einen Fixstern achten und nicht so einen breiten Fächer aufmachen. Also bei denen sind die Fixsterne wichtiger als Genau. das ganze Nakshatra. Okay. Was mir noch persönlich wichtig ist, weil ich natürlich im Vorfeld auch so ein bisschen auf YouTube recherchiert habe, verschiedene Leute mir angehört habe, die versucht haben, diesen Unterschied zu erklären. Und was ich wirklich immer gehört habe, und bei mir ging der Puls echt hoch, war die Äußerung, mit der westlichen Astrologie kann man den Charakter viel besser beschreiben und mit der vedischen Astrologie kann man nur Prognosen machen. Also ich persönlich würde dem total widersprechen, weil diese ganzen Dinge, die wir gerade erwähnt haben, die Unterhoroskope, die Nakshatras, die Yogas, auch die Dasha-Zeittabelle, die dient ja nicht nur dazu, Ereignisse für die Zukunft vorherzusagen, sondern sie sind die Basis auch, um ein Geburtshoroskop zu analysieren und damit auch die Persönlichkeit und den Charakter. Ganz klar, natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Also diese Unterscheidung, die würde ich auch nicht gelten lassen. Und auch dazu sollte man wissen und sich vorstellen, wie verpönt oder gar verboten und geächtet geradezu es war, in der westlichen Astrologie Prognosen überhaupt zu machen. Es gab lange Phasen, da haben auch die westlichen Astrologieverbände sich dagegen ausgesprochen, dass man seinem Klienten als Astrologen Prognosen macht. Man sollte ihm sehr viel mehr vor Augen halten, wie er so gestrickt ist und wie seine Machart so ist und ihm näher bringen, letzten Endes hinter vorgehaltener Hand dann doch Prognosen, dass seine Wahrnehmung und seine geistige Haltung sein Leben maßgeblich bestimmt. Die Inder wissen das schon auch. Ich glaube, dass sie das schon sehr viel länger wissen als wir. Aber sie ordnen das eben anderen Planeten zu und nehmen diesen Planeten eben als Fokus in der Deutung und machen letzten Endes aber genau das Gleiche. Die alte, traditionelle Literatur mag sich sehr viel, wie soll man sagen, fatalistischer lesen oder indische Klassiker lesen sich durchaus fatalistisch. Und das heißt aber nicht, dass Astrologie nur für Zukunftsprognosen verwendet wurde. Ganz im Gegenteil. Also gerade im Kontext mit ayurvedischen Beschreibungen, da findet sich sehr, sehr viel über psychologische Strickarten von Menschen oder psychologische Beschreibungen von Menschen. Nur, dass sie eben ja, andere Konzepte verfolgen und andere ja, Nomenklaturen verwenden und auch ein mal anderes Menschheitsbild haben. Das hat Ja. sich eben dann so eingebürgert. Trotzdem können wir mit indischer Astrologie sehr, sehr gut und sehr, sehr trefflich die Persönlichkeit eines Menschen beschreiben. Wenn wir das nicht könnten, würden wir, glaube ich, bei einer astrologischen Beratung nach 15 Minuten den Rechner wieder zuklappen können, weil dann würden die Leute sagen, na, sie sprechen ja nicht von mir. Und ich erfahre eigentlich genau das Gegenteil. Ich erfahre eigentlich sehr viel eher, jetzt stimmt's. Wenn ich fertig bin mit der Aszendentendeutung, mit allen Einflüssen auf den Aszendenten und der Beschreibung des Aszendentenherrschers in Hauszeichen und Nakshatra, dann höre ich ganz oft, ja, so unterschreibe ich Ihnen das. Das, was ich früher gehört habe, westlich, das hat mich nur zu 50, 60% beschrieben. Der Rest war irgendwie sehr, sehr wässrig. Also Also, wir können es sehr wohl. ja, für mich ist halt auch immer der Charakter eine Grundlage für meine Deutung. Also, ich hatte neulich die Frage, wohin soll ich ziehen? Da war der Wohnort ein Thema. Und wenn ich mir nicht angucke, was sind die Vorlieben der Person, was sind die Leidenschaften der Person, dann fällt es mir auch ein bisschen schwer, so eine Frage vollumfänglich zu beantworten. Ich kann nicht isoliert dann nur mir eine Karte raussuchen und gucken, welcher Ort gerade gut ist. Wenn ich halt genau sehe, es ist aber wichtig, dass diese Person zu ihrer Familie Kontakt hat. Das muss ich dann schon mit berücksichtigen. Ne? Und insofern würde ich niemals eine Prognose machen, ohne mir das gesamte Geburtshoroskop nicht angesehen zu haben. Unbedingt. Aber das würden, glaube ich, westliche Astrologen genauso wenig machen. Ja. Also das ist eine Frage der Seriosität. Ein seriöser Astrologe, der nimmt sich mindestens mal ja, ein bisschen Zeit vorneweg, bevor er seinen Klienten trifft, so am Telefon mal schnell anrufen und eine Frage stellen. Klappt meistens nicht gut. Ja, das ist so. So, kommen wir zur nächsten Frage. Ich würde gern mehr über das Lesen des Charts vom Mond aus wissen wollen. Und dann gab es dann noch eine Frage zu, geht in die gleiche Richtung. Den Unterschied, das Horoskop vom Aszendenten oder vom Mond aus zu lesen, habe ich noch nicht ganz verstanden.
Aszendent zeigt die kommenden Ereignisse und Mond, wie ich mich dabei fühle, wenn ich es richtig verstanden habe. Heißt das, dass vom Mond aus gelesen keine Ereignisse angezeigt werden? Könnt ihr das noch genauer erklären, bitte? Und jetzt muss ich vorwegnehmen, der Marcello und ich, wir haben bei unterschiedlichen Lehrern gelernt. Also wir kennen uns nicht über unsere Astrologieausbildung. Und wir gehen die Sache tatsächlich ein bisschen anders an. Marcello, ich würde jetzt erstmal sagen, wie ich es mache, ja, und dann kommst du danach, wie du es machst. Also bei mir ist es halt so, ich habe schon gesagt, der Mond ist der Geist und unsere Wahrnehmung. Und auf Basis dessen entscheiden wir auch, wie wir handeln. Und insofern macht es schon Sinn, Ereignisse auch vom Mond herauszulesen. Tatsächlich habe ich gelernt, äußere Ereignisse, die dinglich festmachbar sind, immer vom Aszendenten zu sehen und dann nochmal vom Mond aus zu überprüfen. Und in der Astrologie ist es so, dass ich immer nach mehreren Hinweisen suche. Mir reicht nicht nur ein Aspekt, der irgendetwas andeutet. Dann manifestiert sich meistens noch nichts. Und für mich ist es halt so, dass ich erstmal vom Aszendenten ausgucke und dann vom Mond ausgucke. Und wenn es hier eine thematische Übereinstimmung gibt, dann sage ich, das manifestiert sich auch. Es gibt auch Astrologen, die schauen dann zusätzlich noch vom Surya-Lagna. Das heißt, ich mache die Sonne zum Aszendenten und suchen sich hier noch eine dritte Bestätigung. Das mache ich nur ganz selten. Aber Aszendent und Mond sind eigentlich Pflicht, wobei mir der Aszendent wichtiger ist als das Chandra-Lagna, weil der Aszendent eben, so wie ich es gelernt habe, die äußeren Dinge manifestiert. Und der Mond zeigt eben unsere Stimmung an. Das sind die Emotionen, die der Mond repräsentiert. Und daher kommt die Aussage, der Mond zeigt an, wie ich mich bei etwas fühle. So habe ich es gelernt. Marcello, jetzt du. Ja, also da sind meine Ausbilder tatsächlich andere Wege gegangen. Die haben uns beigebracht, dass die wichtigste Betrachtungsweise vom Mond ausgelesen wird, klassisch, und dass man später ausgedehnt hat auf die Betrachtung vom Aszendenten. Und ich würde es mir heute so herleiten: Wir sagen ja grundsätzlich, der Aszendent, am Aszendenten entrollt sich die objektivierbare Wirklichkeit eines Menschen. Das heißt, vom Aszendenten aus kann ich sehr wohl ablesen, was sich abspielen wird. Und vom Mond kann ich dann auch sekundär ablesen, wie nehme ich es wahr, wie werde ich das reflektieren oder wie werde ich darauf reagieren und was wird sich daraufhin dann manifestieren. Wenn ich jetzt das kann ja sehr konträr sein. Ich kann einen Löwe-Aszendenten haben, aber einen Mond in Waage. Dann habe ich zwei völlig unterschiedliche Betrachtungsweisen. Vom einen Aszendenten aus ist der Transit super günstig, vom anderen ist er total negativ. Und dann stelle ich mir immer vor, so ein beispielhaftes Bild. Ein Unfall. Ich kann einen Unfall sehen und wahrnehmen im Vorbeifahren auf der Autobahn oder an der Verkehrsampel, aber ich habe nichts mit dem Unfall zu tun. Das ist die objektivierbare Maßgabe oder dessen, was passiert. Und wenn es vom Mond aus her aber schlecht aussieht, dann bin ich möglicherweise beteiligt als Verletzter oder involviert auf irgendeine Art und Weise. Der Unfall macht mehr mit mir, als wenn ich ihn nur sehe und wahrnehme. Das ist vielleicht der beschreibbare Unterschied. Ich kann eine Phase haben, wo ich vielleicht viele Jobangebote hätte, wenn der Transit vom Lagna aus günstig ist und vielversprechend. Jupiter durchs 10. Haus. Wenn in der gleichen Phase aber vom Mond ausgelesen dieser Jupiter keine gute Wirkung für dieses Horoskop hat, dann komme ich vielleicht erstens nicht auf die Idee, mich überhaupt zu bewerben, fühle mich viel zu wohl und viel zu sicher in meiner derzeitigen Arbeitssituation oder versäume irgendwelche Fristen, Bewerbungsfristen oder kann mich nicht aufmachen, mich für den neuen Job zu bewerben, obwohl ich ganz gute Karten gehabt hätte, ihn zu bekommen. So So kann das ganz laufen. unterschiedlich ist die Deutung dann aber auch nicht. Es ist ja im Prinzip dann auch nochmal, du guckst vom Lagna und vom Mond und wenn du da dieselben Ergebnisse bekommst, sagst du, jo, dann ist es das auch. Three logs make a fire, hat unser amerikanischer Lehrer James Keller immer gesagt. Habe ihm seine Großmutter beigebracht. Man braucht immer drei Holzstücke, um ein Lagerfeuer zu entzünden. Und deswegen brauchen wir mindestens, besser mehr, drei Hinweise derselben Richtung, bevor eine Aussage überhaupt Halt finden kann Ja, bei der Arbeit. genau. Und da empfiehlt es sich dann eben auch vom Aszendenten wie auch vom Mond aus zu gucken. Und der Mond ist eben der persönlichste Planet. Das ist unsere Wahrnehmung, das ist unsere Psyche. Und so macht das eben auch Sinn, da unsere Reaktion abzulesen. Also ist für mich nachvollziehbar. Absolut, ja. Und Genau. beide Arbeitsweisen sicherlich auch legitim. Ja.
Also jeder Lehrer wird euch immer ein bisschen was anderes mitbringen. Ich habe auch drei unterschiedliche Lehrer gehabt. Bei der Joni habe ich am meisten gelernt. Die war so die Hauptmentorin. Ich habe aber auch bei Sam Jeppy gelernt. Ich habe bei Ernst Wilhelm gelernt. Man nimmt überall was mit und guckt auch was kann man arbeiten. Also nicht alles sagt mir auch zu. Manchmal sage ich, nee, da gehe ich mehr mit als mit dem anderen. Und so findet man dann irgendwann auch seinen eigenen Weg. Ist auch nicht gesagt, dass 10 oder 15 Jahre später derselbe Lehrer immer noch die gleichen Inhalte lehrt. Ja. Mir ist das in letzter Zeit an einem speziellen Punkt aufgefallen, wie ein indischer Professor nach 15 Jahren plötzlich eine andere Rechenweise angelegt hat bei der Berechnung eines rechnerischen Punktes und gesagt hat, seiner Statistik nach passt das viel, viel besser. Es gibt in den Klassikern auch beide Hinweise, dass man beides tun soll, und er ist eben 15 Jahre lang den einen Weg gegangen und jetzt geht er den anderen. Ja, ist auch legitim, ne? Man kann sich Absolut. ja auch weiterentwickeln. Genau. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Was bedeutet GK im Horoskop? Das wird jemand gestellt haben, der bei mir den Horoskopausdruck gekauft hat. Da habe ich nämlich das sogenannte Gulika immer mit drin. Das Gulika ist ein Upagraha, das heißt, es ist ein Berechnungspunkt. Es ist kein Planet, sondern man berechnet eben diesen Punkt und man kann den nutzen zur Prognose. Und dem Gulika sagt man zum einen nach, dass er für Verzögerungen und Verspätungen verantwortlich ist. Das heißt, in dem Haus, in dem das Gulika steht, behindert er so ein bisschen die Entfaltung der Lebensthemen. Das heißt, hier kann etwas später kommen, man kann Probleme mit dem Thema haben. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Glückspunkt, so würde ich das mal beschreiben. In den Upachaya-Häusern, in dem Haus 3, 6, 10 und 11, sagt man dem Gulika positive Wirkung nach? Also da fühlt er sich wohl. In den sogenannten, ja, Übeltäterhäusern ist jetzt zu viel gesagt, sondern in den Häusern, die mit der Zeit bessere Ergebnisse bringen, ne? Den Upachaya-Häusern. Und wenn der Herrscher dieses Hauses stark ist, in dem das Gulika steht, dann richtet das Gulika auch weniger Schaden an. Also man muss schon ins ganze Horoskop reingucken. Und Marcello, du hast gesagt, der ist für medizinische Prognosen noch wichtig. Der kriegt bei der medizinischen Analyse definitiv einen Minuspunkt. Der Dispositor von Gulika, nehmen wir an, Gulika steht in Steinbock, dann kriegt Saturn nochmal einen extra Minuspunkt für die medizinische Analyse. Und wie du sagst, habe ich das auch so gelernt, dass er in den Upacha, in den Entwicklungshäusern am besten steht, wie alle anderen Übeltäter auch. Und interessanterweise wird über Gulika sehr, sehr viel berichtet in der Literatur, aber der hat auch noch einen herben Gegenspieler. Den habe ich auch mal rausgesucht. Das ist der Yamagantaka und der wird von Jupiter regiert. Also Gulika wird mit Saturn konnotiert und dieser andere Upagra mit Jupiter, aber über den findet sich kaum was. Und daran können wir auch ganz gut ablesen, wie die in der Astrologie letzten Endes auch verstehen. Es geht ein gutes Stück weit um Warnung oder Hinweise auf unangenehme Dinge, die sind wichtiger zu wissen und zu erfahren, damit man dort gegensteuern kann und dort entgegenwirken kann, als das, was uns positiv so oder so im Leben entgegensteht. Da brauchen wir uns eh nicht drum zu kümmern. Ja, das stimmt. Also die Inder haben auch kein Problem damit, von Übeltätern und Wohltätern zu sprechen und vom schlechten Karma und guten Karma. Da sind die völlig schmerzfrei. So nach dem Motto, wenn du es weißt, dann kannst du auch was dagegen machen. Also die sprechen das aus, die sind da nicht so vorsichtig wie die westlichen Astrologen. Ja, das stimmt schon. Wobei ich mir auch überlegt habe, in unserem Vorgespräch, ob GK heißt ja auch Jnati Karaka. Das könnte auch dieser vorletzte der Charakarakas gemeint sein. Nee, Der in auch. dem Astrologieprogramm ist es das Gulika, Ah wirklich. ja, Das okay. klicke ich ja an. Genau, damit ist das Gulika gemeint. Ja. Wolltest du zum anderen Punkt noch was sagen? Ja, da gibt es eine lustige Geschichte, warum auch der Jnati Karaka in diesem Reigen der Charakarakas keinen guten Ruf hat oder keine gute Presse hat. Eine indische Lehrerin hat uns das mal auch vor Augen geführt. Sie hat gesagt, überlegt euch, in indischen Familien läuft es so, wenn die Familie des Ehepartners sich ankündigt und vor der Tür steht mit gepackten Koffern und 17 Kindern im Schlepptau, dann hat die indische Ehefrau oder der Haushaltsvorstand hat dann alles zu tun, um diesen Leuten eine angenehme Zeit zu bereiten, zu kochen, sich um deren Wohl zu kümmern, Wäsche zu waschen, Bettlage herzurichten. Und die bleiben dann auch so lange sie wollen. Und keiner kommt auf die Idee, dass man vielleicht die Familie dabei stört, wenn man so einfällt. Aber daran kann man sehr schön sehen, wenn der Jnati-Charakter mit den Verwandten konnotiert wird, welche Last auch die Verwandten sein können. Ja, das gibt es. Durchaus.
So, kommen wir zur nächsten Frage. Kann man einen passenden Ort, ein Land oder einen Kontinent zum Leben und Arbeiten im vedischen Horoskop erkennen? Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich würde sagen, bedingt ist das möglich. Man kann schon sehen, wo man sich wohlfühlt im Horoskop. Ne? Das kann ich astrologisch bestimmen. Ich kann auch sagen, wo bestimmte Lebensbereiche aufblühen werden. Das kann die Karriere sein, das kann Kreativität sein, unterschiedlichste Dinge. Man muss aber immer bedenken, wenn ein Lebensbereich unterstützt wird, kann das für einen anderen negativ sein. Also es kann gut für die Karriere sein und schlecht für die Familie. Und deshalb bin ich immer mit solchen generellen Aussagen sehr vorsichtig. Der und der Wohnort ist gut für dich. Mir reicht da die Frage nicht. Ich hätte die Frage dann gerne genauer. Für was soll das gut sein? Dann kann ich auch eine Antwort geben. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das ist auch ein sehr kompliziertes Verfahren. Es gibt auch verschiedene Berechnungsmethoden. Mir sind jetzt bestimmt schon fünf über den Weg gelaufen. Und man muss wirklich genauer nachfragen, was versprechen Sie sich durch einen Umzug? Was wollen Sie dort stärken und unterstützen und was soll dort gefördert werden? Und bedenken Sie bitte, das andere Thema kommt dort eher zum Erliegen oder das wird dort überhaupt nicht gefördert. Interessanterweise hat meine Ausbilderin, die Gudrun Lewis-Schellenbeck, mal neulich noch erst erwähnt, sie hat in ihrer 30-jährigen Berufserfahrung noch kein einziges Mal erlebt, dass jemand diesem Tipp auch nachgekommen wäre. Alle wollen es wissen, aber keiner macht's. Ist dann auch immer sehr interessant, dass die Leute sich gerne irgendwie eine Auswahl suchen und wenn die Stadt oder das Land oder der Kontinent gar nicht dabei ist, der vielleicht helfen würde für das Thema, dann bleibt man eben da, wo man ist. Ja, ich bin eh nicht Aber, so ein Umzugsmensch. ja, Hab die Frage mir selbst noch nicht gestellt, ja. da verwenden wir übrigens, hatten wir neulich ein sehr ausgiebiges Seminar, die Astrokartografie und die ist westlich basiert. Da hast du zum Beispiel bei astro.com sehr schöne Landkarten oder so einen Globus als Überblick, zweidimensional glatt gezogen und da kannst du dir schauen, auf welcher Linie welcher Planet gefördert ist, musst dann aber auch hergehen und wissen, was du auf Basis deines vedischen Horoskopes dort förderst und zu erwarten hast. Und du musst dir für die Koordinaten dieses Ortes oder dieses Landes dann auch ein neues Geburtshoroskop berechnen, um das nochmal separat zu deuten. Mit all seinen Aspekten und mit all seinen, ja, Potenzial und Manifestationen, die dort dann vorherrschen, wenn das dein Geburtsort gewesen wäre. Aber dann kann es dir tatsächlich, wie du sagst, passieren, dass du gutes Geld verdienst durch einen tollen Job, aber Partner kannst du vergessen. Genau. So, was hat es mit den negativen und positiven Yogas auf sich? Das wird auch jemand gefragt haben, der bei mir das Horoskop bestellt hat, seine Daten, denn ich kann in meinem Astrologieprogramm eine Liste zusammenstellen von positiven und negativen Yogas und ist relativ schnell beantwortet, die Frage. Ich habe eben gesagt, Yogas sind Kombinationen von Planeten oder Stellungen von Planeten. Wenn die in bestimmten Häusern stehen oder zusammen in Häusern, haben die eine Wirkung. Und die Wirkung kann eben gut sein für mein Leben oder sie kann mehr Probleme machen. Also es können positive Charaktereigenschaften sein, wie freundlich und großzügig, oder negative, wie reizbar und streitbar. Ne? So zum Beispiel. Oder positive Ereignisse, finanzieller Wohlstand oder eben Krankheiten. Und so wird eben dann das Yoga unterteilt in ein positives oder negatives von dem Programm. Mehr bedeutet das nicht. Ja, da hilft eigentlich auch wieder die klassische indische Denkweise. Das Leben sollte möglichst leichtläufig sein, möglichst bequem, angenehm, ohne großen Widerstand, harmonisch verlaufen, sodass der Mensch die Gelegenheit hat und den Rücken frei hat für eine geordnete und gute spirituelle Entwicklung. Zu seinem Selbst hin, aber auch zu seinem Ende hin vor allem. Und alles, was dem störend im Wege steht, Streitbarkeit, Aggressionslust, Wut, Egoismus und all diese Aspekte, die gelten eben als ungünstig, weil sie diesem Entwicklungsprozess entgegenstehen. Die Betrachtungsweise ist nicht so weit hergeholt, aber eben sehr kategorisch, für unsere Ohren zumindest. Ja, wie gesagt, die Inder, die haben da nicht so Probleme mit, das sehr hart kategorisieren, ne? Das. Genau, und ein und dasselbe Yoga oder ein und dasselbe Anstrich, der kann ja für den Menschen selbst auch gut sein. Für den Rest seiner Umgebung, für sein soziokulturelles Umfeld oder für seine Familie oder für seinen Partner nicht ganz so gut. Nehmen wir den Egoismus oder den Ehrgeiz. Wie störend kann der sein, beispielsweise in der Partnerschaft? Trotzdem bleibt es für den Geborenen ein wichtiger Antrieb,
oder eine wichtige Antriebsfeder, ohne die er nicht könnte. Genau, ja. So, nächste Frage. Die ist schwierig zu beantworten. Da haben Marcello und ich uns lange drüber ausgetauscht. Woran erkennt man im Horoskop heilerische Fähigkeiten? Marcello, deine erste Antwort war am entsprechenden Ausbildungshintergrund. Ja, weil ich heilerische Fähigkeiten, die fallen keinen über Nacht zu. Und ich finde, man braucht eine gute Basis, wenn man heilen möchte oder Menschen helfen möchte, sollte man wissen, was man tut. Man fasst nämlich ein sehr heißes Eisen an, nämlich gerade karmische Zusammenhänge. Und an diesem heißen Eisen kann man sich sehr verbrennen, wenn man Unsinn macht, finde ich. Ja. Ohne das jetzt großartig werten zu wollen, aber man sollte schon eine fundierte Basis mitbringen, egal für was man tut. Das Genau, gehört und das können fürs wir Fundament durchaus dazu. im Horoskop auch sehen, ne? Also wir können halt gucken, ob im Beruf sowas angezeigt ist. Also ich zum Beispiel würde sagen, wenn der Herrscher des 10. oder 2. Hauses im 6. Haus steht, im Haus der Gesundheit oder im 8. Haus, dann deutet das für mich darauf hin, dass der Mensch sich in irgendeiner Weise mit dem Thema Heilen beschäftigt. Das 6. Haus sind eher akute Krankheiten, das 8. Haus sind eher chronische Krankheiten oder Psychologie finden wir hier auch. Notfallmedizin, alles, was mit Katastrophen zu tun hat, das wäre das 8. Haus, wäre ein Hinweis im Horoskop auf so eine Anlage. Dann die Sonne als Planet, der die Karriere widerspiegelt. Im 6. oder 8. Haus kann sowas mit anzeigen. Oder auch das 12. Haus wäre wichtig, ne? Das Haus, was Krankenhäuser repräsentiert. Wenn wir Karriereplaneten im 12. Haus haben, also den Herrscher des 10. oder des 2. Hauses oder die Sonne im 12. Haus, kann anzeigen, dass ich mich beruflich oder in meiner Tätigkeit im Krankenhaus bewege. Ja, oder der Aszendentenherrscher in den entsprechenden Häusern. Genau, weil der halt meine Persönlichkeit widerspiegelt, ne? Der Aszendent steht für die allgemeine übergeordnete Persönlichkeit und wenn er da steht, heißt das, ich habe Interesse an den Themen des Hauses. Ja, also einerseits fördert das das Leid des Menschen, wenn man nicht aufpasst und nicht rechtzeitig die Kurve kriegt. Andererseits fördert es aber eben auch das Feingefühl für das Leid anderer Menschen. Meistens ist es so, dass die Leute erst das eine durchlaufen, um das andere zu lernen und Ja. dann so einer heilerischen Tätigkeit hingeben. Du hattest das aber in der Antwort auch noch ein bisschen spezifiziert, denn du hast gesagt, bestimmte Nakshatras sind auch wichtig. Wenn die betont sind im Horoskop, können die auch eine heilerische Befähigung geben. Ja, und da ist allen voran, sind auf jeden Fall die beiden. Oder die drei, Shadabishak im Wassermann zu nennen. Die Symbolik von Shadabishak ist ja 100 Ärzte, 100 Dämonen. Und was damit verbunden wird, ist, der Mensch hat hier die Wahl, sich seinen drängenden Wünschen und Begierden hinzugeben und selbst in Süchte zu verfallen oder eben dafür zu sorgen, dass durch eine vielfältige Kenntnis von Heilmethoden das Leid und die Erkrankung anderer Menschen geheilt werden kann. Und aber auch beispielsweise Kritika oder Ashwini-Nakshatra oder Hasta-Nakshatra. Bei Hasta haben wir es sogar mit der klaren Symbolik zu tun, dass der Mensch den Wunsch oder den Gegenstand in der Hand, den er betrachtet, so ist ja die Symbolik von Hasta, dass er das erreichen kann und erlangen kann. Und es wird gesagt, dass diese Leute ganz besonders gut über die Hände energetisch heilen können oder andere Leute auf einen besseren Weg bringen können. Also es gibt da schon ein paar Hinweise, aber das ist längst nicht erschöpfend. Es gibt auch noch andere Nakshatras, denen das zugesprochen wird. Aber wie gesagt, man muss dann wieder das ganze Horoskop sehen. Genau, wir können jetzt hier nur grob was sagen. Ich hätte noch einen Punkt. Jupiter ist der Planet, der Talente im Leben anzeigt, unter anderem. Und man sagt, in dem Haus, in dem Jupiter steht, haben wir Wissen im Überfluss. Und das heißt, wenn Jupiter im 6. Haus steht, im 8. Haus oder auch im 12. Haus, könnte das darauf hindeuten, natürlich unter der Berücksichtigung des ganzen Horoskopes, dass man wirklich heilerisch hinterher tätig ist oder dieses Talent nutzt für den Beruf zum Beispiel. Ja. Also ich zum Beispiel, ich habe Psychologie studiert, ich habe 4 Planeten im 8. Haus und ich habe Jupiter im 6. Haus und ich habe trotzdem gesagt, ich möchte nicht in der klinischen Psychologie arbeiten. Also so kann es dann auch laufen. Ja, ich habe auch Jupiter im sechsten Haus. Ja. Und diese Aspekte haben mich schon immer sehr interessiert. Interessanterweise habe ich früher Jura studiert, was ja in ähnliche Richtung geht.
aus dem sechsten aspektiert ja der Jupiter auch das zehnte Haus. Da hat man schon so einen Hinweis auf juristische Arbeit. Aber meine Haltung war irgendwann mal so: Warum soll ich eigentlich den Rest meines Lebens damit verbringen, für andere Leute die heißen Kartoffeln aus dem Feuer zu suchen, weil die im entsprechenden Moment irgendeinen Mist gemacht haben? Jetzt mache ich als Astrologe aber eine sehr ähnliche Arbeit. Genau, hat ein Also Heil, man kommt nicht kann drum vieles rum. Man kommt bedeuten. um diese bestimmungsgemäße Aufgabe einfach nicht drum rum. Und dann ist es eben wichtig, dass man das sich sucht, was einem am ehesten liegt. Ja, genau. Ich hoffe, wir haben die Frage zumindest ansatzweise beantworten können. Es ist immer schwierig, nur einzelne Aspekte rauszupicken. Aber ein paar konnten wir ja nennen, die wichtig sind. Ne? Okay. So, dann haben wir noch eine Frage, die sich auf ein persönliches Horoskop bezieht. Es würde mich interessieren, wie es mit einer Konstellation Rahu Saturn im achten Haus aussieht und ob dies an sich eine Berufung darstellt. Vielleicht spielt da auch der Hintergrund eines vorigen, nicht unbedeutenden Lebens in jener Inkarnation eine Rolle. Es sind wohl auch offensichtlich Parallelen in diesem Leben. Mag eine Konstellation karmisch gesehen einen Grund haben? Also ich gehe davon aus, jede Konstellation in meinem Horoskop jetzt hat einen karmischen Grund. Also man kann nicht sagen, nur einzelne Planeten sind Karma, sondern wir sind schon hier und das Geburtshoroskop spiegelt eine gesamte karmische Aufgabe ab. Und speziell jetzt Saturn noch mal rausgepickt, Saturn ist Träger von viel Karma. Gerade Saturn zeigt uns Aufgaben an, die uns immer wieder begegnen, die auch nicht unbedingt immer leicht aufzulösen sind, ne? Also Saturn hat da schon eine besondere Rolle, aber jeder Planet, egal wo der im Horoskop steht, hat mit unserem Karma zu tun. So, das wäre erstmal grundsätzlich eine Einordnung. Jetzt zu Saturn im achten Haus. Marcello, willst du anfangen? Was würdest du daraus deuten? Für welchen Aszendenten denn? Ich muss das Zeichen wissen. Ich muss wissen, wie stark die beiden Planeten sind. Ja, den weiß ich aber leider nicht. Ach so, also ganz, ja, so ganz assoziiert gebe ich dir natürlich recht. Saturn repräsentiert ein gutes Stück weit die Lebensaufgabe im Sinne der arbeitenden Tätigkeit. Rahu ist der Verteilerplanet, der karmische Verteilerplanet. Also ist es definitiv für diese Person extrem wichtig, sagen wir mal, ethisch, moralisch und bedeutungsmäßig exakt richtigen Beruf für sich zu finden. Im achten Haus scheint mir das schon auch sehr mit diesen Themen helfen, dienen oder heilen, Transformationsprozesse zu tun zu haben, denn das ist die Überschrift, die dieses Haus trägt. Und wenn die beiden Planeten sich dort befinden, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bleibt die Suche nach dem idealen Beruf für diese Menschen lange Zeit erstmal versagt oder wie im Nebel, Rahu steht ja dabei. Oder aber er wird über kurz oder lang oder sie schon sehr eindeutig darauf hingewiesen, dass man sich denn einer therapeutischen oder helfenden oder dienenden Einflussnahme anderer Menschen widmen sollte. Und vor allem fördert natürlich Saturn im achten Haus nicht nur ein sehr, sehr langes Leben, das ist eine sehr gute Prognose für die Lebensspanne, sondern schafft auch die notwendige Geduld, Ausdauer und Sitzfleisch für eine Forschertätigkeit. Also gute Recherchefähigkeit, Ja, gutes Forschertum, genau. absolut. Ich würde gerne nochmal auf die karmische Rolle so ein bisschen von Saturn zu sprechen kommen, weil das ja auch in der Frage angeklungen ist. Also ich habe mir immer den Satz gemerkt, Saturn heißt Ignoranz in Weisheit verwandeln. Das heißt, dort, wo Saturn steht, wird ein Lebensbereich angezeigt, wo es uns noch an Verständnis, an Handhabung ein bisschen fehlt. Und Saturn möchte uns hier Lektionen lehren, dass wir mit diesem Thema besser umgehen können. Und Saturn macht das nicht immer auf eine nette Art und Weise, sondern Saturn steht für Hemmnisse, für Rückschläge, für Verzögerungen. Und das heißt, das Thema des Hauses, in dem Saturn steht, oder die Themen des Zeichens, in dem Saturn steht, da müssen wir ein bisschen ackern, da müssen wir dranbleiben, damit sich das entwickeln. Und da gibt es auch Rückschläge und Enttäuschungen. Ich sage mal allgemein Beispiel. Angenommen, Saturn steht in der Jungfrau. Jungfrau ist das Zeichen der Kritik und des Perfektionismus. Und das kann so eine karmische Aufgabe sein, die Saturn in der Jungfrau anzeigt.
mit diesen Themen besser umgehen zu lernen. Das kann sein, dass wir viel kritisiert werden, immer und immer wieder mit Kritik konfrontiert werden. Und das ist dann so diese Wiederholung. Saturn ist der Fließbandarbeiter, der macht alles wie am Fließband, wie so ein einfacher Arbeiter. Und der kommt immer wieder mit den Themen von dem Zeichen. Hier noch ein bisschen Kritik, da noch ein bisschen rumgenörgelt und jetzt lernst du endlich mal, das sachlich zu nehmen und nicht immer nur persönlich. So, das wäre eine Lektion von Saturn in der Jungfrau. Oder Saturn im vierten Haus könnte anzeigen, Thema des vierten Hauses ist die Mutter, repräsentiert die Mutter. Dass ich immer wieder eine Distanz zur Mutter fühle, dass ich irgendwie mit der nicht so klarkomme, dass wir vielleicht charakterlich unterschiedlich sind und immer wieder das an mir nagt, wie ich mit meiner Mutter umgehe oder in meinem Zuhause, dass ich mich da nicht wohlfühle, wäre auch Saturn im vierten Haus. Und wieder, Saturn wiederholt diese Themen immer, bis wir gelernt haben, damit besser umzugehen. Und das ist eben diese karmische Komponente von Saturn. Das ist eine Lernaufgabe. Ja, und deswegen ist es auch ganz besonders wichtig, dass Saturn nicht zu früh im Leben ausgelöst wird, denn dieser Reifeprozess, den er uns abverlangt, der ist in sehr, sehr jungen Jahren nicht gut zu leisten. Der hat dann eher noch hemmendere oder blockierendere Wirkung, als wenn das im geeigneten Alter geschieht. Saturn, sagt man, hat seine Reifezeit mit 32 oder 32. 36, oder? Nein, ich sag nicht Noch 36. früher? Also jedenfalls brauchen wir eine gewisse mentale, geistige Stabilität eines Menschen, damit er die Lehren von Saturn tatsächlich auch gut verarbeiten kann, aber in erster Linie erstmal wegstecken, aushalten kann. Sonst ist das sehr eindämmend und sehr restriktiv. Genau, also Saturn verlangt Ausdauer einfach. Man muss sehr nüchtern, sehr demütig mit diesen Lektionen umgehen. Und dann entspannt sich das irgendwann dann auch. So, jetzt wollen wir noch eben sagen, was ist denn dann die Lernaufgabe im achten Haus? Also das achte Haus zeigt Veränderungen an. Das ist das Haus der Transformation. Und das sind Veränderungen, die plötzlich kommen, die nicht selber initiiert werden, sondern die so ein bisschen übergestülpt werden und wo wir so in eine Schockstarre manchmal auch geraten. So, oh Mensch, jetzt muss ich aber, jetzt werde ich gezwungen und das fühlt sich unangenehm für uns an. Das ist das achte Haus. Und deshalb verbindet man mit dem achten Haus auch das Thema Kontrolle bzw. fehlende Kontrolle. Das ist ein Oberthema des achten Hauses. Genauso wie Okkultes, Esoterik und alles, was mit Geheimnissen zu tun hat. Alles, was nicht an der Oberfläche stattfindet, das ist das achte Haus. Oder auch der Tod. Und das sind Themen, wo Saturn hier eine Lernaufgabe anzeigt. Das heißt, mit diesen Dingen wirst du auf die eine oder andere Art und Weise immer wieder konfrontiert werden, bis du lernst, damit besser umzugehen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie die Lernaufgabe aussieht, weil ich nicht dein ganzes Horoskop kenne. Es reicht nicht nur, sich nur Saturn anzugucken. Wir müssten jetzt wissen, welchen Aszendenten hast du, welche anderen Planeten aspektieren dir noch. Mehr kann ich im Moment dazu nicht sagen. Wir können aber sagen, dass alle esoterischen Praktiken von Menschen mit Saturn im achten Haus vorsichtig angefasst werden sollten, weil hier eben Rückschläge, Hemmnisse und eventuell auch nicht so gute Entwicklungen angezeigt sind. Ja, der Mensch lässt sich gerne vereinnahmen von diesen Dingen. Und namentlich habe ich jetzt schon öfter gehört und gelesen, dass gerade solche Leute sich von dem Thema Schamanismus fernhalten sollten. Drogenkonsum sowieso, das ist ja auch eine Überschrift des achten Hauses. Aber auf einer weltlicheren Ebene wäre es zum Beispiel so ein detektivischer Spürsinn auch, der stark gefördert ist und wofür dieser Mensch sich auch sehr interessieren könnte. Profiling oder sowas in der Art, würde mir da einfallen. Genau, ja. Also es ist nicht nur negativ, keine Konstellation ist nur negativ. Nur, wie gesagt, so eine karmische Aufgabe ist mit jedem Saturn verbunden und da jeder Saturn im Horoskop hat, ist das weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach deine spezifische Aufgabe, die hier angezeigt wird von Saturn. Und jeder hat so sein Saturn-Päckchen zu tragen. Das ist einfach so. Gut, so noch eine Frage. Seit einiger Zeit stehe ich irgendwie neben mir. Manchmal habe ich das Gefühl, ich beobachte mein Leben. Was bedeutet es für mich? Ich bin Steinbock, Aszendent Jungfrau. Ja, ich vermute mal, du bist geprägt von der westlichen Astrologie. Wenn du jetzt sagst, ich bin Steinbock, ich vermute mal, die Sonne steht im Steinbock und Aszendent Jungfrau. Dennoch sind es nicht genug Angaben,
dass wir hier jetzt eine Analyse machen können, warum du dich so fühlst. Also es ist so, dass im Moment die Mondknoten durch das erste und siebte Haus laufen. Und wenn du sagst, dein Aszendent ist Jungfrau, ich hoffe, das ist dann auch der vedische Aszendent, dann kann es halt sein, dass die Mondknoten sind auf gewisse Art und Weise Blender. Ne? Das sind dämonische Punkte im Horoskop, kann man halt sagen. Es kann schon dazu führen, dass man sich selbst gerade nicht so gut wahrnimmt. Das wäre eine Möglichkeit und man deshalb verwirrt ist. Es kann auch sein, dass dir schicksalhafte Ereignisse gerade zuhauf passieren. Das ist auch typisch, wenn die Mondknoten durch das erste und siebte Haus laufen, dass es große Umwälzungen im Leben gibt, die sehr schicksalshaft kommen, die nicht unbedingt geplant sind. Das kann dazu führen, dass man sagt, ich stehe neben mir und ich schau gerade zu, was alles mit mir passiert, obwohl ich das gar nicht so geplant hat. Das wäre möglich. Marcello, du hast auch noch eine Idee? Ich hatte viele Ideen, als ich das gelesen habe, aber wir müssten wirklich auch hier nochmal einen Hinweis. Wir bräuchten eigentlich viel eher die Mondposition, um das beurteilen zu können. Wenn derjenige sich beispielsweise unter einem ungünstigen Saturn-Transit, wir hatten ja schon mal ein Video zu Saturn, da hatte ich das, glaube ich, auch erwähnt, im Sarasvati, im Shani Ashtami, im Ardashtanama Shani, da haben wir solche Emotionen von innerer Abspaltung unserer Gefühlswelt, fühlen uns überhaupt nicht mehr verbunden mit dem, was unser Leben ausmacht oder wie wir es handelnd beeinflussen könnten. Und plötzlich fühlen wir uns wirklich als unbeteiligter Zuschauer unseres eigenen Schicksals sozusagen. Es könnte aber auch sein, dass diese Person zum Beispiel ein Kalasapa-Yoga hat und jetzt die Mondknotenachse eine Wiederkehr erfährt und sie deswegen so sehr sich dem äußeren Schicksalsrahmen ausgesetzt gefühlt. Das können wir aufgrund dieser paar Angaben leider, also ich kann traue mir es nicht zu, das so klar zu definieren. Wenn es die vedische Position sein sollte, hatte ich mir gerade noch überlegt, und diese Person eine Steinbock-Sonne haben sollte, dann wissen wir immerhin, dass Saturn sich im Moment im zweiten Haus von der Sonne bewegt, also die Handlungsweise doch erheblich einschränkt oder die Handlungsmöglichkeiten, Wahlmöglichkeiten dadurch auch einschränkt oder die Gestaltungs- und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten einschränkt. Aber das ist alles sehr spekulativ, leider. Ja, also da können wir nicht ganz so viel zu sagen. Tut uns leid. Letzte Frage. Mich würde interessieren, wie du Planeten am Ende eines Hauses deutest. Meine Venus steht auf dem vorletzten Grad, also 28 Grad im fünften Haus. Wo gehört sie hingedeutet? Das können wir auch nur differenziert beantworten. Ich würde sagen, ich mache mal das Rashi und du machst das Bhava. Ja, okay, also. Wir haben am Anfang des Videos schon gesagt, wir haben verschiedene Horoskope, mit denen wir in der vedischen Astrologie arbeiten. Das Rashi ist das typische Geburtshoroskop, was man nimmt, um das Leben zu analysieren. Und wenn ich von da ausgehe, dann bleibt deine Venus in dem Haus, in dem sie steht. Ich deute das nicht in das nächste Haus. Was allerdings der Fall ist, ist, dass die Venus am Ende eines Hauses auf Planeten wirken kann, die am Anfang des nächsten Hauses stehen. Man sagt, so ein Umkreis von 10 Grad Abstand um den Planeten, da wirkt ein Planet noch. Und angenommen, du hast jetzt die Venus bei 28 Grad und hast die Sonne bei 2 Grad im nächsten Zeichen, dann würde die Sonne auf die Venus wirken und die Venus auf die Sonne wirken. Und das wäre zum Beispiel eine Position, wo deine Venus sehr geschwächt werden würde, weil die dann sehr nah an der Sonne steht. Man würde sagen, die ist verbrannt und damit verliert die an Kraft. So, und das kann man sich eben merken. Die Venus wird dann beeinflusst von Planeten, die am Anfang des Hauses im nächsten Zeichen stehen. Und es ist so, dass manche Astrologen sagen, sie trägt auch noch Charakteristiken des nachfolgenden Zeichens in sich. Das kommt immer darauf an, aus welcher Schule du kommst. Manche Astrologen sagen, nee, das ist nicht so. Andere sagen, wenn die Venus jetzt im Stier am Ende ist, dann hat die auch ein bisschen Zwilling noch in sich. So. So könnte man das sagen. Und ich möchte noch darauf hinweisen, weil du mir auch nicht geschrieben hast, in welchem Zeichen dein fünftes Haus ist. Wenn dein fünftes Haus im Krebs, im Skorpion oder in den Fischen steht, dann ist deine Venus Gandhanta. Das heißt, die steht am Ende eines Wasserzeichens. Und Planeten, die Gandhanta sind, die sind durcheinander, so kann man das sagen. Die sind wie im Wasserstrudel. Die sind durchgeschüttelt, durchgerüttelt. Und die können ihre Themen nicht so leicht entwickeln. Das heißt, da würde deine Venus auch geschwächt werden, wenn sie eben im Krebs, im Skorpion oder in den Fischen steht. Wobei in den Fischen wäre sie Vagotama, und nahe ihrer Erhöhung
Für die Fische wäre das gar nicht so schlecht, fällt mir gerade erst ein. Okay, Marcello, und jetzt haben wir noch das Barbar-Horoskop. Das Barbarhoroskop, das ist, leider wird das immer sehr spät eingeführt. Und wenn man fragt, warum eigentlich, dann kriegt man zur Antwort, wenn wir das in den ersten Semestern einführen würden, würden alle Astrologiestudenten weglaufen, weil es dann noch unnötig komplizierter wäre. Man arbeitet also lange Zeit mit diesem, allein mit diesem Raschi, bis man die Struktur richtig verstanden hat. Und dann wird aber letzten Endes, wie bei den westlichen Astrologen auch, der Aszendentengrad als Mittelpunkt des ersten Hauses verwendet. Das heißt, vom Aszendentengrad nehmen wir an, das ist 9 Grad Löwe, rechne ich dann 15 Grad zurück, da beginnt das erste Haus und ich rechne 15 Grad weiter, dort beginnt dann das zweite Haus. Und dort kann es dann schon sein, bei diesen grenzwertigen Planeten oder in Abhängigkeit von der Gradzahl des Lagnas, dass dann so mancher Planet ins nächste Zeichen rutscht oder ins vorherige Zeichen rutscht, in dem Fall dann eben ins nächste Zeichen. Und die Deutung ist, dass also dramatischer oder deutlicher spürbar, unübersehbar wird es, wenn mehrere Planeten in diesem Barbarhoroskop dann plötzlich das Haus überspringen oder ins nächste Haus hineinspringen. Die Deutung generell ist, dass es einen Zeitpunkt im Leben gehen wird, so sind dann immer die klassischen Texte, an dem die Bedeutung des nachfolgenden Hauses die größere Rolle spielen wird im Leben des Menschen. Damit sagt er aber leider keiner, wann im Leben das so ist. Ist es die Auslösung des Planeten? Ist es die Auslösung des Dispositors? Ist es irgendein Transit oder was genau wird es sein? Aber wir sehen schon bei den Lebensläufen, dass wenn da zum Beispiel zwei oder drei Planeten das Zeichen wechseln, egal in welche Richtung, dass das Leben doch in diese entsprechende Richtung eine deutlich spürbare Schlagseite bekommen wird. Das heißt, bei einer Venus im fünften Haus, wenn wir jetzt mal uns vorstellen, sie wechselt ja nicht das Zeichen, nur das Haus, weil das ganze Horoskop dreht sich ja quasi mit. Also die Venus im, sagen wir mal, Wassermann bleibt immer im Wassermann, sie wird deswegen nicht den Fischen zugerechnet. Dass beispielsweise das Thema Talente, Talentförderung ist ja Thema des fünften Hauses, nicht nur Kinder oder Lernen und Studieren im Laufe des Lebens am Anfang sehr schwierig gelingt. Eine Venus im fünften Haus hat zwar einen guten Zugang zu ihren Talenten, hat es aber nicht so mit dem eifrigen und strengen, ehrgeizigen Lernen und dass das zum Beispiel im Laufe des Lebens immer bedeutsamer wird und der Mensch diesen Drall immer besser für sich entwickelt. Das wäre zum Beispiel eine mögliche Interpretation. Wenn man jetzt mal von den klassischen Themen Kinder und den Sachen, die mit dem fünften Haus verknüpft sind, mal wegdenken, dann sind das schon so im Rahmen der impersonellen oder unpersonellen Eigenschaften eines Planeten, die der im entsprechenden Haus fördert, dann eben in der zweiten Lebenshälfte meinetwegen oder nach der Auslösung der entsprechenden Yogas die Pointierung des nächstfolgenden Hauses. Ja, also wie du siehst, es gibt schon noch eine andere Sichtweise drauf, aber als Basis vom Geburtshoroskop bleibt die im fünften Haus. Also da würden wir jetzt nicht sagen, wir schieben die mal ins sechste Haus, nur weil sie da am Ende des Zeichens steht. Das sind nur Dinge, die wir uns im Hinterkopf behalten. Genau. Ja, das waren eure Fragen und unsere Antworten. Wir hoffen, wir haben euch geholfen. Schreibt es unter die Kommentare, wie ihr es fandet, ob ihr gerne nochmal sowas haben wollt. Ich denke, Marcello, du wärst dabei, ne? Jederzeit. Ich unterhalte mich sehr gern mit dir. Ja, okay. Ich danke dafür, dass du da warst, dass du mir geholfen hast, auch mit deinem Wissen über die westliche Astrologie. Das hätte ich nicht so beantworten können. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.